Okay. Sieht gut aus. Ich möchte ganz kurz und prägnant zu den Ergebnissen der Beratungssitzung eben informieren. Wir hatten gestern Herrn Altmaier als Chef des Bundeskanzleramtes gebeten, zu uns zu kommen, um darüber Auskunft zu geben, wie die Bundesregierung auf unseren Beweisantrag zu den Selektorenlisten entscheiden wird. Zwischenzeitlich gibt es Vorschläge, die im öffentlichen Raum sind. Es gab Gespräche, auch mit den Spitzen der Großen Koalition. Nur der Untersuchungsausschuss ist bis heute nicht informiert. Herr Altmaier hat es nicht für nötig gefunden, zum Untersuchungsausschuss zu kommen. Wir haben versucht, als Opposition ihn herbeizuzitieren. Das hat die Mehrheit abgelehnt. Wir haben keinerlei Auskunft eben erhalten, wie mit unserem Antrag zu den Selektorenlisten und damit zu dem Spionageskandal zwischen BND und NSE weiter verfahren werden soll. Wir sind vertröstet worden auf die nächste Woche, ein Verfahren, das wir jetzt schon seit März kennen in dieser Causa. Und wir befürchten ganz offen, dass dies auch die nächsten Wochen noch so weitergehen wird. Damit sind natürlich zum einen die Rechte des Untersuchungsausschusses außer Kraft gesetzt, aber zum anderen, und das halte ich tatsächlich für relevanter, hier diktiert die Bundesregierung im Hintergrund die Geheimdienste, wie ein Parlament seine Aufklärung zu machen hat. Und die Frage an Kanzlerin Merkel ist ganz deutlich: Wem gilt Ihre Loyalität? Gilt die Loyalität dem BND und der NSE oder gilt die Loyalität den ausgespähten europäischen Partnern und den Bürgern und Bürgerinnen, die hier der Massenüberwachung ausgesetzt waren? Diese Frage muss jetzt beantwortet werden und die wird anhand der Selektorenliste scharf gestellt. Das ist aber eine übergeordnete Frage, die tatsächlich den ganzen Untersuchungsausschuss trägt. Wir werden heute drei Vertreter des Bundeskanzleramtes aus dem Bereich der Rechts- und Fachaufsicht für den Bundesnachrichtendienst hören. Und natürlich gibt es eine zentrale Frage. Wir haben, und ich denke beweissicher, all die letzten Wochen festgestellt, dass es rechtswidrigen Abgriff von Kommunikationsdaten bei der Deutschen Telekom gab. Dass man unter Legende bei einem US-Provider Daten erhoben hat als BND und an US-amerikanische Dienste ausgeleitet hat. Dass man mit abstrusen Theorien versucht hat, zu rechtfertigen, dass man massenhaft Daten auch zu nicht-deutschen Bürgern und Bürgerinnen erhebt und ähnliches mehr. Und wir wollen wissen von der Behörde, die kontrollieren soll, wollen wir erfahren, ob zum einen es möglich ist, dass der Bundesnachrichtendienst über diese Praktiken zu diesen Operationen, zu der Kooperation mit der NSE, zu den Selektorenlisten, zu all diesen Dingen nicht informiert hat. Oder ob es auf der anderen Seite im Bundeskanzleramt ein stilles Einverständnis gab, dass man bestimmte Dinge, die der BND macht und machen soll, nicht so genau wissen möchte. Weil man natürlich durchaus juristisch und politisch so weit orientiert war, dass hier an vielen Stellen Recht und Gesetz verlassen wurde. Das sind die zentralen Fragestellungen jetzt für die heutige Befragung. Und wir haben uns auch darauf verständigt, und das ist vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche, dass wir am Mittwoch erneut Herrn Präsident Schindler erst in öffentlicher Sitzung und dann nicht öffentlich befragen werden, weil wir glauben, in dieser Sache sind viele Punkte offen geblieben zu seiner letzten Befragung. Und das berührt natürlich auch die Punkte, die ich eben angesprochen habe, was das Verhältnis zum Bundeskanzleramt angeht und auch die Frage, ob tatsächlich Kontrolle zum Bundesnachrichtendienst im Haus, im Bundeskanzleramt und im Parlament überhaupt noch möglich ist. Danke. Wenn die SPD hat gesagt, dass sie möglicherweise zustimmen wird, einem Ermittlungsbeauftragten, wenn der denn vom Ausschuss benannt werden kann, sehen Sie eine Chance, wenn Sie Es sind ja mehrere Vorschläge im Raum, allerdings hat man gegenüber dem Untersuchungsausschuss bis jetzt keinen unterbreitet. Einen Sonderermittler der Bundesregierung, das ist klar, also eine Selbstkontrolle der Exekutive zu diesen möglicherweise rechtswidrigen Spionagevorgängen, kann es nicht geben, darf es nicht geben und würde das Parlament im Grunde in seiner Kontrollfunktion außer Kraft setzen. Ein Sonderermittler des Parlaments kennt das Gesetz nicht, kennt die Geschäftsordnung nicht. Es gibt lediglich einen Ermittlungsbeauftragten nach Untersuchungsausschussrecht, den bestimmt alleinig der Untersuchungsausschuss. Der wird nicht zwischen der GroKo ausgehandelt, der wird nicht von der Regierung empfohlen oder sonstiges. Darauf verständigt sich der Untersuchungsausschuss. Und er muss fachliche Qualitäten haben, er muss unabhängig sein und er muss sachkundig sein. Und er unterstützt die Abgeordneten in ihrer Arbeit, bei der Sichtung der Unterlagen und auch bei der Frage, wie diese zu bewerten sind. Er kann und darf niemals Abgeordnete in ihren Rechten ersetzen. So steht es in § 10 des Untersuchungsausschussrechts.
Wir haben von Anfang an gesagt, ein Ermittlungsbeauftragter, der uns unterstützt in dieser Frage Bewertung der Spionagelisten. Da stehen wir nicht im Weg. Ein Sonderermittler der Regierung, ein Sonderermittler des Parlaments wird in keiner Weise dem gerecht, für was der Untersuchungsauftrag dieses Ausschusses ist und der ja auch durch alle Fraktionen gemeinsam gefasst wurde, nämlich transparent, öffentlich und zielgerichtet bestimmte Fragen zu den Kooperationen zwischen BND und NSE, aber auch zu Praktiken der Five Eyes in Deutschland zu klären. Und ich denke, wenn man sich auf einen Ermittlungsbeauftragten als Unterstützung der Abgeordneten und nicht in Ersetzung ihrer und nicht unter Beschneidung ihrer Rechte einigt, wäre das ein gangbarer Weg. Ich denke aber, dass so etwas nicht im Raume steht. Es geht tatsächlich darum, uns außen vor zu lassen und eine dritte Person von Gnaden der Bundesregierung mit dieser Arbeit zu betrauen. Und das ist ungefähr so, als wenn man einen Steuerbetrüger bittet, nochmal Einsicht in seine Kontoauszüge zu nehmen und im Nachhinein dann der Steuerbehörde mitzuteilen, dass alles in Ordnung war und man sich keine Sorgen machen muss. Eine Selbstkontrolle, gerade mit Blick auf die Geheimdienste, hat die letzten Jahre versagt. Das ist, denke ich, ein zentraler Punkt auch dieses Untersuchungsausschusses. Und deswegen lehnen wir insbesondere diese Idee der Selbstkontrolle der Exekutive entschieden ab.